Servus Busbastler, was gibt es Schöneres, als bei so einem Wetter zu schrauben, zu basteln, zu schleifen und zu ölen? Gut, in der Sonne liegen vielleicht, grillen, Motorradfahren, Roadtrips. Aber das habe ich ja vor mit dem lieben Bustav. Und damit das auch was wird, wird heute wieder rangeklotzt. Die erste Probefahrt mit diesem neuen Schränkchen hier war eigentlich sehr, sehr gut. Da quietscht nichts, da knarzt nichts, alles super. Ich muss es noch ein klein wenig mehr nach vorne ausrichten, so einen Millimeter, damit die Klappe von diesem Modul hinten nicht schleift. Das ist so ganz ein kleines Müh zu viel dran. Und damit ich das alles wieder rausnehmen kann und schleifen kann, werde ich jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich die nachher verschrauben kann. Ich werde die nämlich unten mit so Einziehmuttern verbinden. Ich zeige euch das mal kurz. Im Moment ist das alles ja noch provisorisch festgespackst, mehr oder weniger. Und ich habe ja hier diese Holzplatte. Und da werde ich später von unten solche Einziehmuttern reinmachen. Und deshalb werde ich jetzt mal bei den ganzen Möbeln dementsprechend die Bohrlöcher vorbereiten und quasi durch das Holz noch bis zumindest in die Platte noch mit reinbohren. Nicht ganz durch, aber so, dass man sieht, wo die Löcher später sind. So, hier habe ich jetzt also meine Löcher, in die später dann die Einziehmuttern von unten reinkommen werden. Das ist dann aber ein Projekt für ein andermal. Aber so weiß ich jetzt zumindest, wo die Schränke alle hingehören. Und das Ganze mache ich jetzt natürlich auch mit den anderen Modulen. So dann, möge das Schleifen beginnen. Glatt wie ein Babypopo. Unglaublich. Sehr, sehr schön. Also das macht das Ganze nochmal richtig angenehm hier auch anzufassen. Ich schleife das übrigens erst mit einem 120er Schleifpapier und dann nochmal mit einem 240er nach. Aber ich werde auch nicht alles schleifen. Also ich werde mich auf die Oberflächen beschränken, die so wirklich schön und glatt zu machen. Die anderen Flächen werde ich zwar auch einölen und da auch gucken, dass keine scharfen Grate oder sowas sind. Aber da werde ich nicht so ins Detail gehen mit dem Schleifpapier. Also muss ich ehrlich sagen, das ging besser als gedacht, vor allem weil ich mir hier diesen Staubsauger dran adaptiert habe. Staubt es auch gar nicht so arg. Nichtsdestotrotz ist natürlich in den Poren von dem Holz natürlich jetzt dieser ganze feine Staub. Um den rauszuholen, würde man jetzt quasi mit einem feuchten Tuch einmal drüber wischen und dann kann es auch schon ans Ölen gehen. So, seht ihr das? Dieser feine Staub würde sonst in den Poren sitzen und verhindern, dass das Öl eindringen kann. Bei Öl ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn ihr zum Beispiel lackiert, ist das umso wichtiger. Wichtig natürlich auch, dass ihr das dann nochmal anständig trocknen lasst, nicht dass ihr quasi auf das feuchte Holz drauf ölt. Ihr steht im Weg.
Danke. Jetzt zeige ich euch ein Produkt, das unglaublich teuer ist, also für den ersten Moment betrachtet. Meistens ist es ja so, dass man billige Sachen irgendwie zweimal kaufen muss. Deswegen habe ich mich mal auf eine Empfehlung verlassen, und zwar vom Dirk von Tischlerkiste. Schaut euch gerne mal seinen Instagram-Kanal an und was er sonst noch so fabriziert. Also der hat seinen Bus aber sowas von Deluxe ausgebaut und dementsprechend glaube ich ihm, dass er Ahnung hat, und er hat mir das hier empfohlen. Das ist ein Öl, das war das von Festool. Da gibt es drei verschiedene. Es gibt einmal eins für Ziergeschichten, so Garderoben und so weiter im Innenbereich. Dann gibt es die Heavy Duty für den Innenbereich, das ist die hier. Und es gibt eine Outdoor-Variante. Was macht das jetzt so speziell? Das hat quasi den Applikator schon dabei. Das Teil besteht im Prinzip aus dem Reservoir, also da sind 0,3 Liter Öl drin. Ich habe keine Ahnung, wie weit man damit kommt, aber ich werde euch berichten. Das muss erstmal sehr, sehr gut geschüttelt werden, relativ lange. Dann haben wir hier einen Schwamm und wir haben eine Platte, auf die dieser Schwamm drauf geklettet ist. Und dann kann ich quasi, nachdem ich hier ordentlich geschüttelt habe, den eigentlichen Verschluss abmachen, dann diesen grünen Verschluss, der hat eine Membran drin, aufschrauben, Deckel ab, und dann das Ganze hier reinklicken und dann kann es auch schon losgehen. Diese Box ist dafür da, dass man dieses Teil dann auch drin parken kann. Das ist aus Blech, kann man verschließen. Das ist aufgrund der Selbstentzündungsgefahr bei Ölen. Grundsätzlich solltet ihr, wenn ihr mit Öl arbeitet, Leinöl oder was auch immer, die Sachen entweder sehr ausgebreitet aufhängen, dass sie auslüften können, oder auswaschen im Wasser und dann trocknen lassen. Aber nie einfach nur so zusammenknüllen und in die Ecke packen. Ich habe jetzt schon von ein paar Leuten gehört, die bei der Feuerwehr sind, die hätten nicht nur eine Scheune gelöscht, weil jemand halt vergessen hat, seine Lappen ordentlich aufzuräumen. Also Selbstentzündung besteht nur dann die Gefahr, wenn ihr quasi Leinöl getränkte Lappen oder ölgetränkte Lappen zusammenknüllt und den Mülleimer tut. Also wässern oder auslüften. Und das hier ist dazu da, dass eben auch hier das nicht passieren kann. Hier einfach rein und zu damit. Ich schaue jetzt mal, wie ich damit zurechtkomme. Hier ist auch noch gleich eine Anleitung mit dem Deckel drin. Aber das sage ich euch auch noch. Im ersten Schritt wird jetzt erstmal Sattöl aufgetragen. Ganz am Anfang verbraucht man da wahrscheinlich sehr, sehr viel Öl, weil sich der Schwamm selber ja auch erstmal noch aufsaugen oder vollsaugen muss. Und dann sollte das wirklich eigentlich so eine glänzige Ölschicht sein, die ihr dann auf dem Holz hier habt. Stellen, wo man nicht so gut hinkommt mit diesem Ding, da empfiehlt sich dann natürlich trotzdem mit einem Pinsel zu arbeiten. Und ich habe auch noch so eine kleine Rolle mir besorgt. Hier ist wichtig, dass ihr darauf achtet, dass das nicht fusselt, weil sonst habt ihr überall diese kleinen Fusselhaare drauf. Und ich habe mir so eine Schale besorgt, und auch wenn man es nicht sieht, diese Schale wurde schon oft benutzt, sieht aber aus wie neu, dank eines kleinen Tricks, indem man einfach eine Plastiktüte nimmt, die über dieses Teil drüber stülpt. Dann kann man hier sein Öl, sein Lack, seine Farbe, was auch immer reintun. Und muss ich nicht jedes Mal Neues kaufen oder muss nicht darauf achten, was war vorher drin. Trick 17 oder Lifehack. Und wie gesagt, ihr müsst da überhaupt nicht zimperlich sein. Da könnt ihr großzügig verteilen. Und das Ganze muss dann auch 15 Minuten eintrocknen. Und wenn ihr irgendwie merkt innerhalb dieser 15 Minuten, dass manche Stellen so ein bisschen trocken aussehen, dann geht da ruhig nochmal drüber und ölt dann nochmal nach, dass sich das Holz schön vollsaugen kann. Je tiefer es in die Poren eindringt, desto besser
ist es nachher geschützt. Das ganze Ding dann 15 Minuten eingezogen ist, dann kann man sich die Mühe machen und das Ganze mit einem Vlies, beziehungsweise wie heißt das? Ja, Ding, steht kein Name drauf. Das ist speziell zum Einarbeiten von Wachs und sowas, kann man auch zum Polieren von Autos oder so nehmen. Hier darauf achten, dass ihr keine mit Löchern nehmt, weil sonst könnt ihr euch das ganze Wachs unter Umständen in die Maschine reinsaugen. Das wäre eher uncool. Dieses Teil hier hat extra eine Schicht, die das verhindern soll. Kann man hier drauf kletten und dann auf jeden Fall auch die Drehzahl runterdrehen, wenn euer Schleifer das kann, weil sonst verteilt ihr das Wachs überall. Dadurch verteilt sich das Ganze nochmal schön und wird auch nochmal so richtig in die Poren reinmassiert. Und alles, was jetzt noch auf dem Holz drauf ist, das einfach mit einem fusselfreien Tuch abnehmen. Weil es muss eigentlich nicht fusselfrei sein, aber es ist einfach schöner, wenn ihr nicht überall Flusen habt. Und dann sollte das Ganze 5 bis 6 Stunden mindestens einwirken, oder? Ja, 6 bis 8 Stunden sollte es einwirken. Und dann könntet ihr nochmal einen Zwischenschliff machen und dann nochmal eine Schicht draufbringen und am Ende das Ganze sogar noch polieren. Ob ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Ich mache mich jetzt erstmal an die anderen Möbelstücke. Wie bei jedem Öl könnt ihr sehen, dass das hier nochmal ordentlich nachfeuert. Also es wird nochmal eine Spur dunkler und je unbearbeiteter es ist, desto dunkler wird es auch. Also wenn ihr die Oberfläche schön fein schleift, dann dunkelt es nicht so sehr nach, als wenn ihr sie relativ unbehandelt lasst. Mittlerweile habe ich alles einmal eingeölt, die Lappen schön ausgebreitet hier und von diesen Teilen hier habe ich jetzt ja, so etwa 2,5 verbraucht. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4 Lappen, um das überschüssige Öl abzunehmen, gebraucht. Das ist sehr, sehr wenig. Als mein Bruder seine Möbel geölt hat, da ging richtig viel von dem Zeug drauf. Das heißt, ich kann es insofern empfehlen, dass man wahrscheinlich deutlich sparsamer damit ist. Also das ist schon sehr, sehr effektiv mit diesem Ding. Klar, man kommt nicht in jede Ecke rein. Für Flächen ist es deutlich besser geeignet. Und so aber als Tool grundsätzlich ganz okay. Ich werde das jetzt mal in seine Garage parken. Aber weil es gerade so schön ist, mache ich den Boden auch gleich noch raus. Da können wir mal ordentlich sauber machen. Hier noch schnell die Löcher durch. Jetzt kommen diese Einziehmuttern rein. Hallo. Die werden hier reingesteckt. Von der anderen Seite schraube ich dann schon mal eine kleine Schraube rein und dann ziehe ich die hier an. Nur ein bisschen Putze und dann kannst du auch wieder rein.
Der nächste Morgen, kurz nach 8, bevor es mit dem Arbeiten losgeht, kümmere ich mich nochmal kurz um die Möbel. Und zwar werde ich es nochmal abschleifen und nochmal eine weitere Schicht Öl auftragen. Das Ding ist nämlich, wenn ihr das Holz einmal einölt, dann stellen sich so diese kleinen Holzfasern wieder ein bisschen auf. Und das Ganze fühlt sich noch ein bisschen rau teilweise an. Also werde ich noch einmal kurz drüber schleifen mit einem recht feinen Schleifpapier, 240er Körnung. Und dann einfach nochmal eine kleine Schicht Öl drauf und dann ist gut. Im zweiten Arbeitsgang braucht ihr übrigens nicht mehr so viel von dem Öl, da reicht es quasi nur noch so einen Film drüber zu machen und das ist dann auch wesentlich ergiebiger. Mit ganz viel Liebe gemacht. Holz wird schön gestreift. Also auch hier nach dem zweiten Einölen nach etwa 15 Minuten die Überschüsse wieder mit einem Tuch entfernen. Sonst gibt es sogenannte klebrige Seen. Und das will ja keiner. So, das soll es für heute mal gewesen sein. Viel Zeit ist da ins Land gegangen. Es waren jetzt insgesamt, glaube ich, 10 Stunden, an denen ich hier beschäftigt war mit dem schlussendlichen Finish für das Holz. Also da muss man schon ein bisschen einplanen und natürlich dieses Öl muss abtrocknen in den nächsten Tagen. Das heißt, am besten in einem gut durchlüfteten Raum stehen lassen für ein paar Tage, damit das alles auch schön ausdampfen kann und dann auch dementsprechend eingebaut werden kann. Wenn die ganzen Module dann wieder in den Bus reinkommen, das seht ihr dann beim nächsten Mal und das ein oder andere kleine Projekt gibt es ja trotzdem noch zu bauen. Die Schubladen für den Schrank und die Küche, die fehlt ja auch noch. Also bleibt dran und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao! Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert diesen Kanal. Weitere Infos zum Thema und wie ihr diesen Kanal unterstützen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen und hören uns. Euer Manu von Schalldose on Tour.